Am 17. Juni 2022 wurde der chinesische Flugzeugträger des Typs 003 auf den Namen Fujian getauft und zu Wasser gelassen. Die Fujian wird der dritte Flugzeugträger der Marine der Volksrepublik China sein, der in Dienst gestellt wird. Auch wenn er keinesfalls erst der dritte Flugzeugträger im Besitz der Chinesen ist. Doch dazu später mehr. Die Arbeiten für den Flugzeugträger begannen 2016 mit dem Bau erster Komponenten. Deren Zusammenbau begann 2020, als das Schiff auf Kiel gelegt wurde, bis nun, 2 Jahre später, der Stapellauf erfolgte. Ab jetzt wird die Fujian am Ausrüstungspier liegen, wo weitere Bauarbeiten am Schiff erfolgen, die kein Trockendock mehr erfordern. Anschließend beginnt die Seeerprobung, bevor das Schiff wohl frühestens 2024, vielleicht auch erst 2025 in Dienst gestellt werden dürfte. Das Schiff, das auf den Namen Fujian getauft wurde und die Hüllennummer 18 hat, hat eine Länge von 316 Metern und 76 Meter maximale Breite. Laut Xinhua, der staatlichen Nachrichtenagentur der Volksrepublik, hat die Fujian eine Verdrängung von 70.000 Tonnen Standard und 80.000 maximal. Der US Congressional Research Service sagt jedoch 100.000 Tonnen. Zumindest theoretisch könnte es im Interesse der chinesischen Regierung sein, das Schiff kleiner zu rechnen, weil es dann geringere Fertigkeiten implizieren würde und die USA weniger beunruhigen würde. Wahrscheinlich ist dies aber nicht der Fall. Die Fujian hat einen nicht-nuklearen Antrieb, der aber auch nicht voll als konventionell bezeichnet werden kann. Anders als bei älteren Schiffen erzeugen die Gasturbinen im Schiff nicht mehr direkt die Leistung, die über eine Welle direkt auf den Propeller übertragen wird, sondern Strom. Dieser wird dann bei der Fahrt über Elektromotoren an den Propellern verwendet. Ein solches System ist nicht nur deutlich leichter, es ist auch leiser, kleiner und erlaubt eine erheblich flexiblere Nutzung des erzeugten Stroms. Dieser wird wiederum für die Katapulte des Schiffes verwendet, das nun der erste Catobar-Flugzeugträger der Volksrepublik China sein wird. Catobar bedeutet Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery, also ein Start über Katapulte und eine konventionelle Landung, bei der das Flugzeug aber durch Rückhalteseile gestoppt wird. Besonders ist hier, dass die Fujian nicht etwa über konventionelle Dampfkatapulte verfügen wird, über die beispielsweise die älteren US-amerikanischen Flugzeugträger und der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle verfügen, sondern dass elektromagnetische Katapulte verbaut werden, 3 an der Zahl. Elektromagnetische Katapulte sind eine Neuerung, von der sich der Entwickler, die USA, große Verbesserungen erhofft haben, da sie erlauben, Flugzeuge mit einem größeren Abfluggewicht zu starten, da sie schonender für die Flugzeuge sind, eine höhere Einsatzrate erlauben und die Wartung einfacher ist. Ob die Chinesen hier Spionage die Entwicklung ermöglicht hat oder ob es eine Eigenentwicklung ist, ist nicht zu sagen. Anders als bei der amerikanischen Ford-Klasse nutzt das chinesische System jedoch Gleichstrom statt Wechselstrom. Dies sollte an sich energieeffizienter sein, was für ein Schiff ohne Kernreaktoren deutlich wichtiger ist, weil die verfügbare Menge an Strom naturgemäß geringer ist als bei einem Atomflugzeugträger. Dem Vernehmen nach ist das chinesische EM-Katapultsystem auch eines der zweiten Generation und damit besser und energieeffizienter. Die beiden bisherigen Flugzeugträger Chinas verfügen dagegen noch über das sogenannte STOBA Short Takeoff but Arrested Recovery System, bei dem Flugzeuge über eine Sprungschanze, den sogenannten Ski Jump, starten. Beschleunigt werden sie hier alleine durch die Kraft ihrer Triebwerke, die im Zusammenspiel mit Wind und Geschwindigkeit des Flugzeugträgers den Auftrieb und damit das maximale Startgewicht des Flugzeuges beschränken. Dass der Flugzeugträger jedoch nicht über einen nuklearen Antrieb verfügt, bedeutet eine spürbare Einschränkung seiner Einsatzfähigkeit. Anders als bei seinen amerikanischen Konkurrenten muss er im Normalfall alle 10 Tage auftanken. Fährt er mit Höchstgeschwindigkeit, so steigt sein Treibstoffverbrauch exorbitant an, während seine Einsatzreichweite entsprechend zusammenfällt. Gleichzeitig benötigt der gebunkerte Treibstoff deutlich mehr Platz als ein vergleichbarer Atomreaktor, sodass weniger Platz an Bord für andere Dinge, vor allem für Treibstoff für die Flugzeuge, zur Verfügung steht. Bei längeren Kampfeinsätzen bedeutet auch dies eine spürbare Einschränkung der Fertigkeiten. Bei seinen Radargeräten dürften dagegen Galliumnitrid-Radargeräte zum Einsatz kommen, die bereits auf den modernsten chinesischen Zerstörern verbaut sind. Hier hat die Fujian dann einen Vorteil gegenüber der USS Ford, deren Klasse erst ab dem gerade im Bau befindlichen Modell damit ausgestattet sein wird. Auf dem Flugdeck fallen 2 Flugzeugaufzüge auf. Da Aufzüge nicht zum Parken der Flugzeuge genutzt werden können, ist es hier eine Abwägung, ob man das Potenzial zum schnelleren Bewegen der Flugzeuge in das Hangardeck gegen eine geringere Flugzeugkapazität aufwägen will.
Die geringfügig größere Ford-Klasse hat hier drei, wie sie übrigens auch ein elektromagnetisches Katapult mehr hat. Anders als die Ford-Klasse scheint die Fujian jedoch nicht über einen Aufzug für Waffen zu verfügen. Dieser ermöglicht es den neuen US-Flugzeugträgern, Flugzeuge an Bord deutlich schneller neu zu bewaffnen, was im Ernstfall die Einsatzrate erhöht. Was die Flugzeuge an Bord angeht, so gibt es bisher nur Schätzungen. Meistens wird von etwa 40 Kampfflugzeugen ausgegangen, dazu Unterstützungsflugzeuge wie Radarflugzeuge zur Luftraumüberwachung und Kontrolle, Hubschrauber für Transport und U-Boot-Bekämpfung. Im Ganzen gehen die kleinsten Schätzungen von etwa 55, die größten von etwa 70 Flugzeugen Standardausrüstung aus. Im Kriegsfall kann dies merklich erhöht werden, unter anderem durch Parken auf dem Flugdeck. Ohne eine Ausstattung mit schlagkräftigen Flugzeugen ist ein Flugzeugträger jedoch nur ein großes Stück Metall. Entsprechend wichtig wird auch seine Ausstattung mit den Flugzeugen sein. Man kann durchaus berechtigterweise argumentieren, dass die Unterstützungsflugzeuge eines Flugzeugträgers heutzutage mindestens so wichtig sind wie die Kampfflugzeuge selbst. Ja, dass sie den Unterschied machen. Entsprechend wollen wir mit der KJ-600 anfangen. Chinas. AEW- und C-Flugzeug, also Airborne Early Warning and Control Flugzeug. Flugzeuge dieser Art dienen der Luftraumüberwachung mittels Radar und leiten anschließend die eigenen Ressourcen, um entdeckte Kontakte zu konfrontieren. Anders als seine Vorgänger mit Ski-Jump wird die Fujian bei ihrer finalen Ausrüstung dafür mit einem Starrflügelflugzeug ausgestattet sein, statt wie seine beiden Vorgänger mit Kamov 31 Hubschraubern. Die deutlich schwerere, schnellere, leistungsfähigere, mit mehr Besatzung und Reichweite ausgestattete KJ-600 wird entsprechend einen Sprung nach vorne in den Fertigkeiten bedeuten. Das Flugzeug befindet sich aktuell in der Flugerprobung und wird sicherlich noch eine Weile brauchen, bevor es zur vollen Einsatzreife gelangt. Seine konventionelle Auslegung dürfte den Prozess jedoch beschleunigen, weil für die KJ-600 oder KJ-600 das Rad nicht neu erfunden werden muss, sondern weitgehend erprobte Elemente nur miteinander kombiniert werden müssen. Apropos konventionelle Auslegung. Im Internet wird darüber spekuliert, dass die KJ-600 den amerikanischen E-2 Hawkeye auffällig ähnlich sehe und daher Spionage eine Rolle spielen müsse. Auch wenn dies theoretisch möglich ist, ist nichts an dem Flugzeug innovativ genug, dass es nicht eine aus sich selbst heraus logische Eigenentwicklung sein könnte. Ein weiterer wichtiger Faktor guter Flugzeugträger ist die Luftbetankungsfähigkeit. Auch mit Katapulten kann es sein, dass ein Start mit maximaler Zuladung bei einigen Flugzeugen unter bestimmten Bedingungen nicht möglich ist. In diesem Fall erlaubt das Vorhandensein von Tankflugzeugen den Start mit maximaler Zuladung, aber nur teilweise gefüllten Treibstofftanks, weil diese vom Tanker aus befüllt werden können. Gleichzeitig kann ein Tanker Kampfflugzeuge bei Angriffen ein Stück weit begleiten, um ihre Reichweite so zu erhöhen, was dem Flugzeugträger erlaubt, eine größere Distanz zwischen sich und dem Feind zu wahren, was wiederum die eigene Bekämpfung erschwert. Auch CAP, die sogenannte Combat Air Patrol, also die Jagdflugzeuge in der Luft zum Flottenschutz, können so länger in der Luft bleiben, weil sie einfach in der Luft nachtanken können. In STOBA-Flugzeugträgern, also Short Take-Off, but Arrested Recovery, meist Flugzeugträger mit Sprungschanze wie die beiden anderen chinesischen Flugzeugträger, wird dies durch andere Kampfflugzeuge durchgeführt, die also statt Waffenzuladung in einen Kampfeinsatz zu tragen, als Tankflugzeuge im sogenannten Buddy Refueling andere Flugzeuge betanken müssen. Ist wegen der beschränkten Kapazität sehr unwirtschaftlich und bedeutet dazu unnötigen Verschleiß an Kampfflugzeugen und eine unnötige Ermüdung der für den Kampf trainierten Piloten. Nach der Außerdienststellung der Lockheed S-3 Viking oder S-3 Viking ist dies die aktuell auch auf den US-Flugzeugträgern gebräuchliche Betankungsmethode, bis die Boeing MQ-25 Stingray in Dienst gestellt wird, eine Drohne. Aus China gibt es bislang keine Informationen, ob an diesem an sich so wichtigen Element einer vollständigen Flugzeugausrüstung eines Supercarriers gearbeitet wird, auch wenn eine dafür genutzte Version der KJ-600 durchaus denkbar ist. Schließlich ist der Einbau von zusätzlichen Treibstofftanks und Betankungsproben durchaus im Rahmen dessen, wozu die Struktur des Flugzeuges in der Lage sein sollte, gerade wenn man dafür die Radarausrüstung und Arbeitsplätze für die Luftraumkontrolle entfernt. Ebenfalls bislang nicht bekannt sind Flugzeuge zum sogenannten Carrier Onboard Delivery, also zum Transportieren von Nachschub, Personal und Post von den und auf die Flugzeugträger. Auch hier ist theoretisch eine Version der KJ-600 denkbar. Das ist jedoch bislang reine Spekulation.
Über den Einsatz von Drohnen von Bord der Fujian ist bislang ebenfalls noch nichts bekannt. Die Hongdu GJ-11, ein Stealth UCAV, ist jedoch ein heißer Kandidat. Die Kampfdrohne ist im Dienst der Luftwaffe und nach einer Stärkung des Fahrwerks sollte sie für eine Verwendung von Flugzeugträgern nutzbar sein, gerade mit Unterstützung eines Katapults. Auf Animationen im Internet, die teils aus halboffiziellen Quellen stammen, wird eine so aussehende Drohne zumindest bereits auf den gerenderten Bildern des Flugzeugträgers gezeigt. Zu Beginn seiner Karriere wird die Fujian aller Wahrscheinlichkeit nach vorrangig mit der J-15 oder J-15 ausgestattet sein. Wie schon der erste in Dienst gestellte chinesische Flugzeugträger, liegt auch hier der Ursprung in der Sowjetunion und dann in der Ukraine. Wurde einmal die unfertige Hülle eines Flugzeugträgers verkauft, der nach dem Fertigbau als Muster für einen Neubau diente, so diente ein von der Ukraine 2001 an China verkaufter Prototyp, der Sukhoi 33, als Grundlage für die Entwicklung der J-15. Inzwischen hat China etwa 60 Stück gebaut, die auf beiden bisherigen chinesischen Flugzeugträgern die Kampfflugzeuge stellen. Generell ist es nur ein weiteres Modell der langen Reihe von Sukhoi 27-Derivaten. Die Flugleistungen dürften in etwa mit denen anderer Flanker zu vergleichen sein, auch wenn über die tatsächliche Stärke nichts bekannt ist. Die Meinungen der Analysten sind hierbei alles nur nicht einhellig. Einige glauben, die J-15 seien besser als die Sukhoi 33, die bei der russischen Marine in Dienst stehen, aber noch merklich schlechter als die Sukhoi 35. Andere wiederum halten das Flugzeug für sehr schlecht, weil China angeblich bei der Kopie der Sukhoi 33 gravierende Fehler gemacht habe. Sicher ist aber wohl, dass die J-15 auf jeden Fall schwerer ist als die Sukhoi 33. Während dies beim Einsatz von Stobar-Flugzeugträgern ein Problem ist, machen Katapulte auf der Fujian es zu einem geringeren Problem. Die aktuell laufende Produktionsreihe der J-15, die vermutlich J-15T heißen wird, wird entsprechend wohl mit Fanghaken und für das katapultverstärkten Fahrwerk ausgestattet sein. Das zeigen zumindest Bilder. Entsprechend wird die J-15T aller Wahrscheinlichkeit nach das Rückgrat der Kampfflugzeuggeschwader auf der Fujian stellen, auch wenn eine Ergänzung mit Stealth-Flugzeugen denkbar ist. Die J-20 ist das Prunkstück der chinesischen Luftwaffe und ihr ganzer Stolz. Das Stealth-Flugzeug ist in Produktion und geschätzte über 200 Exemplare fliegen nun wohl bereits für die Volksbefreiungsarmee. 2019 gab die chinesische Staatspresse bekannt, dass die J-20 das neue Stealth-Flugzeug für die chinesischen Flugzeugträger sein solle. Ob eine Marineversion der J-20 tatsächlich Sinn ergibt, ist allerdings fraglich. Das Flugzeug ist ein Luftüberlegenheitsjäger, der feindliche Flugzeuge vor allem auf lange Distanz bekämpfen soll, mit weitreichenden Raketen. Als sekundäre Funktion dürfte wahrscheinlich das Eindringen in den feindlichen Luftraum für Angriffe mit Präzisionswaffen sein. Anders als typische Multi-Role-Kampfflugzeuge hat die J-20 daher keine Bordkanone, was sie im Dogfight, also im Kurvenkampf, zur Verteidigung der Flugzeugträgerkampfgruppe in spürbare Probleme bringen kann. Eine ausschließlich auf der J-20 basierende Kampfflugzeugauswahl kann daher wohl ausgeschlossen werden. Gleichzeitig ist das Flugzeug sehr groß, während die Hangar- und Stellfläche auf den Flugzeugträgern beschränkt ist. Eine Marineversion müsste also wohl gekürzt werden und faltbare Flügel erhalten, um sie überhaupt einsetzen zu können. Dies erfordert einen umgebauten Rumpf und verstärkte Flügel. Ein neues Fahrwerk muss den Belastungen des Starts von Katapulten und der Landung mit Fanghaken gewachsen sein, ohne das Flugzeug zu beschädigen und ohne Ermüdungsschäden zu erleiden, während das ganze Flugzeug gegen Korrosion durch das Salzwasser vorbereitet werden muss. Gleichzeitig muss die Struktur verstärkt werden, um Schwingungen bei einer harten Landung oder dem Start am Katapult zu minimieren. All dies führt zu erheblichen Umbauten, die außer dem äußeren Design spürbare Teile des Flugzeugs verändern werden. Daher ist es keineswegs sicher, dass wir die J-20 tatsächlich auf der Fujian sehen werden, auch wenn sie längst auf gerenderten Modellen dieses und anderer chinesischer Flugzeugträger zu sehen ist. Was dagegen deutlich wahrscheinlicher auf künftigen chinesischen Flugzeugträgern zu sehen sein wird, ist die J-35, die J-35. Dieses Flugzeug war in anderer Form bislang als FC-31, FC-31 oder J-31, J-31 bekannt und fußt auf dem Wettbewerb um den neuen Stealthfighter der Luftwaffe der Volksbefreiungsarmee, der von der J-20 gewonnen wurde. Shenyang entwickelte das Flugzeug auf eigene Kosten weiter und stellte die FC-31 vor einigen Jahren vor.
Das Flugzeug, das sichtbare Ähnlichkeit zur F-35 zeigt, ist wegen seiner geringeren Größe eine möglicherweise deutlich bessere Wahl für den Einsatz von Flugzeugträgern. Kommen wir zur Geschichte des Flugzeugträgerprogramms der Volksrepublik China. 1985 kaufte China die australische HMAS Melbourne, die zum Verschrotten verkauft wurde. Während die Australier die elektronische Ausrüstung und die Waffen vor dem Verkauf entfernten, sowie das Ruder verschweißten, um eine Reaktivierung möglichst unmöglich zu machen, blieben das Dampfkatapult, die Bremsvorrichtung mit Rückhalteseilen sowie das Spiegelsystem zur Landungsleitung an Bord. Bevor das Schiff in China verschrottet wurde, wurde es ausgiebig von chinesischen Marinearchitekten und Ingenieuren studiert. Anschließend wurde das Flugdeck demontiert, um das Schiff von Kopf bis Fuß zu erforschen. Das abmontierte Flugdeck oder eine Replikation davon wurde ab 1987 für Tests und wohl auch für die Ausbildung von Piloten genutzt. Seit 1987 hatte die Volksrepublik damit Zugriff auf Dampfkatapulte und der Landevorrichtung mit Rückhalteseilen. Vermutlich erst 2002, also 15 Jahre später, wurde der Abbruch des Schiffes abgeschlossen. Nach Verhandlungen mit Spanien über den Verkauf von Flugzeugträgerdesigns bezahlte China vermutlich mehrere Millionen US-Dollar für Designs und Beratung und erwarb so weiteres Wissen. 1995 und 2000 kaufte China die beiden Kiew-Klasse Flugzeugträger Kiew und Minsk, die beide laut Vertrag verschrottet werden sollten. China brach beide Verträge und die Schiffe wurden in ein Luxushotel und einen Freizeitpark umgewandelt, nicht ohne dass die chinesische Marine beide Schiffe vorher ausgiebig studieren konnte. 1997 wollte China auch den ausgemusterten französischen Flugzeugträger Clemenceau kaufen, doch die Verhandlungen scheiterten. Nicht scheiterten dagegen die Verhandlungen über die Varyag, ein Schiff der Kuznetsov-Klasse, die von der Ukraine 1998 gekauft wurde. Angeblich, um sie in ein Casino umzuwandeln. Nach einer Odyssee von 20 Monaten und einer Route aus dem Schwarzen Meer durch die Straße von Gibraltar, um das Kap der Guten Hoffnung, durch den Indischen Ozean zur Straße von Malakka, erreichte das Schiff schließlich Dalian im März 2002. Zwischen 2005 und 2011 wurde das Schiff repariert und modernisiert, um 2012 als Trainingsschiff mit dem Namen Liaoning in Dienst gestellt zu werden. 2018 wurde es dann zu einem Kriegsschiff umklassifiziert und Teil der regulären Kriegsflotte. Nachdem China mit der Liaoning, die sie als Typ 001 bezeichnete, einen fremden Flugzeugträger gekauft, modifiziert, modernisiert und fertiggebaut hatte, wurde 2015 der nächste eigene Träger, Typ 002 bezeichnet, auf Kiel gelegt. Die sehr ähnliche Shandong basierte weitgehend auf der Kuznetsov-Klasse und sieht praktisch genauso aus. Das 2019 in Dienst gestellte Schiff war zwar wenig spektakulär, jedoch insoweit eine Evolution, als China nun erstmals einen eigenen Flugzeugträger von Grund auf baute. Die hier behandelte Typ 003 Fujin ist entsprechend die logische nächste Stufe der Evolution, indem China ein Schiff zu Wasser gelassen hat, das erstmals ein selbst entworfener und dann selbst gebauter Flugzeugträger ist. Doch welche Bedeutung hat die Fujin für die People's Liberation Army Navy, für die Marine der Volksrepublik China? Mit der Fujin verfügt die Volksrepublik nun über einen Supercarrier und gleichzeitig über die Fähigkeit, ihn zu entwerfen und zu bauen. Angesichts der Geschichte des chinesischen Flugzeugträgerprogramms ist dies das Resultat dessen, was die chinesische Rüstungspolitik beabsichtigt: das stete Verbessern durch Evolution, denn die radikale Revolution. Dennoch ist dies ein Sprung nach vorne für die chinesische Rüstungsindustrie und erlaubt den Aufbau einer schlagkräftigen Flugzeugträgerflotte in den nächsten Jahrzehnten sowie Weiterentwicklungen hin zu noch größeren und besseren Flugzeugträgern. Der Umstieg von Stoba hin zu Katoba erlaubt es der chinesischen Marine bald, ihre Kampfflugzeuge von einem Flugzeugträger ohne oder mit deutlich geringeren Einschnitten in ihren Fertigkeiten zu starten. Gleichzeitig wird China damit auch all jene Flugzeuge von seinen Trägern starten lassen können, welche die Flugzeugträger in den letzten Jahrzehnten so effektiv und furchteinflößend gemacht haben. Bei höherer Einsatzrate und allgemein höherer Effizienz eines größeren Flugzeugträgers wird die Fujian die chinesische Marine spürbar verstärken, sobald sie einsatzbereit ist. Damit verfügt China dann über drei Flugzeugträger und damit über die Zahl, die von Marinetheoretikern und Analysten immer als das Minimum bewertet wird, um ständig einen Flugzeugträger einsatzbereit zu haben. Schließlich geht man bei drei Schiffen davon aus,
dass sich immer eines in Wartung befindet, eines mit Ausbildung und Erholung beschäftigt ist und sich nur das dritte im Einsatz befindet. Im Vergleich zu den USA hat die PLAN, die chinesische Marine, dennoch noch einen langen Weg vor sich. Sie mag mit aktuell etwa 355 Schiffen zwar die zahlenstärkste Flotte der Welt unterhalten, viele ihrer Schiffe sind jedoch veraltet oder klein mit geringen Fertigkeiten und einem auf das Küstenvorfeld beschränkten Einsatzbereich. Darauf deutet auch die deutlich geringere Gesamttonnage im Vergleich zur US Navy hin. Auch wenn 2025 mit 420 und 2030 mit 460 Schiffen gerechnet wird, so werden die dann wohl maximal 4 chinesischen Flugzeugträger, dennoch weiterhin 11 US-amerikanischen atomgetriebenen Flugzeugträgern und 9 amphibischen Angriffsschiffen, die faktisch leichte Flugzeugträger sind, gegenüberstehen. Kommen wir nun zu der Frage, warum ein Flugzeugträger nicht automatisch ein guter Flugzeugträger ist und warum es so schwer ist, einen guten Flugzeugträger zu bauen. Wenn es um die neuen chinesischen Flugzeugträger geht, werden Sie oft lesen, dass es schwer ist, Flugzeugträger zu operieren, ohne es im Detail zu erklären. Ich will versuchen, hier darzulegen, warum ein Flugzeugträger eben nicht gleich ein guter Flugzeugträger ist und was den Unterschied ausmacht. Gemäß der Definition des Washingtoner Flottenabkommens von 1923 ist ein Flugzeugträger ein Schiff, auf dem Flugzeuge starten und landen können. Wenn man es wörtlich nehmen würde, wären daher heute selbst die meisten Fregatten und manche Korvetten Flugzeugträger. Können auf ihnen doch Hubschrauber starten und landen. Entsprechend hat die iranische Revolutionsgarde ein aus einem zivilen Schiff umgebautes Unterstützungsschiff Flugzeugträger genannt, obwohl die IRIS Abdollah Rudaki nur einen Hubschrauberlandeplatz und eine Kapazität von nur ca. 5 Hubschraubern hat. Dieser kleine Exkurs sollte Ihnen zeigen, wie einfach es theoretisch ist, ein Schiff zu bauen, das man als Flugzeugträger bezeichnen kann, wenn alles, was dafür nötig ist, die Fähigkeit zu Start und Landung von Flugzeugen ist. Flugzeugträger existieren seit 100 Jahren, jedoch nur 2 Nationen haben seither ununterbrochen welche betrieben, die USA und Großbritannien, wenn man die britische Pause von mehreren Jahren ignoriert, in der ihre Piloten immerhin auf US-Flugzeugträgern fliegen durften und in denen sie immer noch über Hubschrauberträger verfügten. Im Laufe dieser fast 100 Jahre haben die Flugzeugträger betreibenden Nationen eine Vielzahl an Erfahrungen sammeln können. Diese Erfahrungen führten zu offensichtlichen Änderungen in der Bauweise, wie beispielsweise das angewinkelte Flugdeck oder das Katapult, aber auch zu zahllosen weiteren nicht genannten und nicht offensichtbaren Modifikationen. Als Historiker, der seine Magisterarbeit über die japanischen Kriegsschiffe der Zwischenkriegszeit geschrieben hat, drängt sich diese Periode als Beispiel geradezu auf. Während die Flugzeugträger der japanischen Kriegsmarine geschlossene Hangars hatten, hatten die Amerikaner teilweise geöffnete. Dies machte die Wartung von Flugzeugen auf hoher See in den amerikanischen Trägern ungemütlicher, erlaubte aber gleichzeitig eine stete Durchlüftung. Gleichzeitig hatten die US-Flugzeugträger ein CO2-System an Bord, mit dem sie die Treibstoffleitungen für Flugzeugbenzin fluten konnten. Dies führte dazu, dass das hochbrennbare Flugzeugbenzin nicht im ganzen Schiff verteilt sein musste, sobald ein Betankungsvorgang abgeschlossen war. Auf japanischer Seite fehlte eine solche Einrichtung dagegen. Die Folge davon war, dass sich die japanischen Schiffe nach Treffern mit Benzindämpfen aus den Leitungen für Flugzeugbenzin füllten, die wegen der geschlossenen Hangars auch nicht abziehen konnten. Die Folge waren Explosionen der Benzindämpfe, welche unter anderem zum Verlust der Shokaku führten. Auf der Seite der Amerikaner gab es solche Probleme dagegen nicht. Solch geringe und nicht sichtbare bauliche Nachteile sind ganz entscheidend für die Schlagkraft von Flugzeugträgern. Während man bei der Konstruktion von Flugzeugträgern einiges gerade im 21. Jahrhundert aus frei verfügbaren Quellen lernen kann, sind andere Erfahrungen nicht veröffentlicht. Selbst die verbündeten und befreundeten Nationen Großbritannien und Frankreich teilen nicht alle Informationen. Newcomer wie China müssen dabei zwangsläufig gewaltige Informationsdefizite haben, die etwa durch Spionage nicht vollständig zu schließen sind. Die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu machen, bestehen in China erst seit 10 Jahren. Die Möglichkeit, aus Kampfeinsätzen zu lernen, bestand bislang noch überhaupt nicht. Die Doktrin und Ausbildung der Besatzung sind ein weiterer Faktor, wieso Flugzeugträger nicht gleich Flugzeugträger ist. Während die amerikanischen Flugzeugträger im Zweiten Weltkrieg ihre Kampfgeschwader auch an Deck parkten, war dies in Japan unüblich.
Der stete Mangel an Flugzeugen macht es schlicht unsinnig, die Flugzeuge der Bordgeschwader der theoretischen Gefahr des Abrutschens von Deck auszusetzen. Während die Wiederbewaffnung von Flugzeugen nach dem Einsatz bei den US-Trägern in der Regel an Deck erfolgte, sah die japanische Doktrin ein Verbringen in die Hangars vor. Dass dies unnötige Zeit kostete, erklärt sich von selbst. Entsprechend waren die japanischen Geschwader nicht so schnell wieder einsatzbereit wie die amerikanischen. Ein gravierender Nachteil in einer Schlacht mit mehreren Angriffswellen. Während auf japanischer Seite eine wirkliche Koordination des CAP, der Combat Air Patrol, also der Verteidigung der Flotte durch Jagdflugzeuge, fehlte, waren die amerikanischen CAPs zentral geleitet und mit Radarunterstützung koordiniert. Gerade in Verbindung mit der Ermangelung von Radar erwies sich dies als gravierender Nachteil in der Schlacht um Midway. Ein weiteres Beispiel für eine mögliche Schwäche der Doktrin zeigte sich aber auch in der im Frieden gerne missachteten Schadenskontrolle an Bord der Schiffe. Während in der japanischen Marine spezielle Schadensbekämpfungstrupps vorgesehen waren, erhielt jeder amerikanische Matrose eine grundlegende Ausbildung in der Brandbekämpfung und Leckbekämpfung. Während also die japanischen Schiffe nur eine beschränkte Anzahl an Spezialisten hatten, konnte jeder US-Matrose an Bord des Schiffes sofort mit der Kontrolle der Schäden beginnen. Dies sparte wertvolle Zeit und führte auch dazu, dass mehr Leute zur Verfügung waren und nicht ein einzelner Bombentreffer in einem Bereitschaftsraum die gesamte Schadensbekämpfungscrew ausschalten konnte. Natürlich kann China aus diesen Beispielen lernen und hat dies sicherlich auch getan. Sie verdeutlichen aber auch, wie leicht offensichtlich bessere Lösungen ohne ausreichende Erfahrung, im Besonderen Erfahrung im Kampfeinsatz, allzu oft übersehen werden können. Selbst wenn solche denkbaren technischen Schwächen durch China überwunden wurden, bleiben zwei weitere Faktoren, die einen Flugzeugträger erst richtig schlagkräftig machen: die Flugzeugträgerkampfgruppe und die Admirale. Waren zum Zeitpunkt der Indienststellung der Liaoning die Flugzeugträgerkampfgruppen in vollem Umfang ihrer benötigten Schiffe zum Schutz des Flugzeugträgers noch fraglich, ist dieses Problem inzwischen wohl weitgehend behoben. Immer besser und schlagkräftigere Schiffsmodelle aller Klassen werden, zusammen mit 10 Jahren Trainingserfahrung, eine recht eingespielte Trägerkampfgruppe ermöglichen. Diese erst seit 10 Jahren zu machenden Erfahrungen sind jedoch noch eine große Schwäche auf Seiten der Admiralität, neben der völlig fehlenden Kampferfahrung. Ein US-Admiral hat im Zweifelsfall zum Zeitpunkt seiner Kommandoübernahme in seinen 30 Jahren auf See 10 bis 20 Jahre in verschiedensten Funktionen in Flugzeugträgerkampfgruppen verbracht. Ein chinesischer Admiral hatte in gleicher Position dazu in seiner Karriere noch überhaupt keine Möglichkeit. All dies sind Dinge, die die Effektivität der Fujian noch einschränken, von anderen künstlich erzeugten Problemen ganz abgesehen, wie beispielsweise der wöchentlich verbindlichen politischen Schulung der Piloten, die wertvolle und beschränkte Arbeitszeit der Flugzeugführer für kommunistische Indoktrination verbraucht, statt mit Training und Ausbildung. So wie kein Meister vom Himmel fällt, fallen auch effektive chinesische Flugzeugträger nicht vom Himmel. Dies wird auch bei der Fujian noch der Fall sein, auch wenn graduelles Verbessern mit jedem Jahr, jedem Umbau und jeder Klasse zu erwarten ist. Während die Fujian es den Chinesen ermöglichen sollte, immer mindestens einen Flugzeugträger einsatzbereit zu haben und das Schiff allemal zum Ausüben politischen Drucks auf die kleineren Anrainer des südchinesischen Meeres taugt, muss die US Navy noch lange keine Schweißperlen auf der Stirn haben. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs über Flugzeugträger und die Geschichte der chinesischen, japanischen und US-amerikanischen Flugzeugträger hat Ihnen gefallen. Videos wie dieses werden ermöglicht von den Unterstützern des Kanals, bei denen ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Wenn auch Sie den Kanal unterstützen möchten, so finden Sie die Möglichkeiten dazu in der Beschreibung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, hinterlassen Sie doch bitte ein Gefällt mir und abonnieren Sie den Kanal, wenn Sie künftig mehr Videos dieser Art sehen möchten. Soweit, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.